Gut. Wir hatten uns überlegt, hier vielleicht irgendwie sowas wie was Chorgefälliges in der Nähe einzurichten. Wäre das okay, wenn wir, gibt es hier irgendwo ein leerstehendes Häuschen, was wir uns als, ja, was wir uns annektieren können, ohne dass wir das hier große Probleme bekommen? Was Chorgefälliges. Ja, So eine sowas wie so kleine eine kleine Arena. Boxarena. Genau. Eine Boxarena. Ja. So Ja. nett. Mit Chor habe ich es nicht so, aber Swafnir wird eine Boxarena sicherlich ziemlich ja, Okay. freudig bejubeln. Ja, Dann wird es dort eben ein Zwafni und ein Chorschrein geben. Ist doch nicht das Problem. Ja, ihr könnt einfach das Gebäude hier nördlich nehmen. Dann Okay. annektieren wir das mal. Ja, Ja. genau. Wir können ja heute Abend noch so mal so ein kleines Turnierchen veranstalten. So ein paar kleine Boxkämpfe. Mal gucken, vielleicht finden sich ja ein paar Leute, die machen mit. Na, Ist doch schauen wir mal. nett. Gut. Nette Idee. Ja, damit könnt ihr dann das Bremer Feuer anstechen. Ich bekomme von Abel mir nochmal eine Ackerkunde. Okay. Ackerbauprobe. Denn auch du wirst diesen Zettel finden und stehst dann erstmal sehr überfordert, ohne die anderen Helden, vor dem Tempel. Ist das nicht Handwerk? Handwerk. Ach da, ja klar, da oben. Gelungen. Oh, sehr gut. Dann kannst du auch mal wieder hinterher sprinten. Sprintest also den ganzen Tag dann nur durch diese komische Stadt und siehst dann wohl, wie Iserun sehr direkt gerade auf einen Pirene-Geweihten zuführt und kannst dich dann durchnässt vom Regen dann dahin zugesellen. Kommst natürlich ein bisschen später an, aber ja, als dann Iserun, Kiaras und Yalan auf dem Feld stehen, kann auch Iserun erkennen, dass wohl irgendwas mit den Halmen nicht ganz zu stimmen scheint. Der Pirene-Geweihte steht dort und ja, sieht besorgt aus, schaut dann aber auch erstmal zu euch, wenn ihr dann ja da hintretet an ihn heran. Oh, Pareine und Travia zum Gruße. Wie kann ich euch helfen? Ich bin Vater Pareinfried. Ah, jetzt zum Gruße. Ich hoffe, das Nein, Korn zum steht Gruße, Herr gut. Gnaden. Ja. Also, ich habe etwas zu tun. Wie kann ich euch helfen? Wir haben einige kleine Probleme mit einer Krankheit. Ja, ich auch. Was ist das denn? Husten, Schnupfen, Heiserkeit? Es scheint eine Art Schnupfen zu sein, allerdings. So fing es zumindest an. Carino erzählt ihm doch. Nun, ich bin kein Experte und ich bin mir nicht ganz sicher, was es ist. Deswegen suchen wir euch auf. Doch seit einigen Tagen haben wir eine seltsame Krankheit und wir sind jemand auf dem Weg begegnet, der es Gelbfäule nannte. Ihr seid jemandem begegnet, der es Gelbfäule nannte. Nun, einer von unseren Freunden ist besonders betroffen und er hat Symptome entwickelt, die wir noch nicht haben. Er hat schwarze Stellen überall am Körper mit grauen Äderchen da drinne. Und es sah fast so aus, als wenn irgendetwas sich in diesen Wunden, die er hat, bewegt. Eure Augen sind ein bisschen rot. Entweder kommt das von der Krankheit oder ihr habt etwas. Raucht ihr? Oh, ich ja. Also, hat noch irgendjemand anderes von euch eine pestartige Auswürfe oder Beulen oder so etwas? Oder habt ihr nur Husten? Wir anderen sind bislang nur am Husten. Ich schaue mal auf meine Hände. Ja, Das wir waren konnten wir am noch nicht Husten, unsere feststellen. Was habt ihr denn Reitpferde da an eurer haben. Hand? Mein Gott. Ignoriert das. Alte Verwundung. Er nimmt eine schwarze Hand und befühlt sie und so kratzt so ein bisschen über diese schuppenartige Struktur, die sich da verhärtet hat. Mein Gott, das muss sofort behandelt werden. Das kann man nicht behandeln. Ja, das ist tatsächlich eine längere Geschichte. Tut jetzt erstmal nichts zur Sache. Aber unser Gefährte, also bei ihm fing es eben auch nur mit Husten, Schnupfen und sowas an. Also was ganz Normales, aber seine Haut begann sich dann zu verändern. Die wurde so komisch grau. Die Wanderer, die wir trafen und die uns diese Krankheit beschrieben, sagten etwas von einem Kraut. Was denn jetzt für Wanderer? Nun ja, Ziehen sie das Volk ein nannten. paar Händler?
Druiden, sie nannten nicht Druiden, ja. Ihr solltet doch nicht darauf hören, was Druiden euch sagen. Diese ganzen Verschwörungstheorien. Und sie schienen sich auch. Deswegen kommen wir zu euch. Die leben im Wald, die sprechen mit Rehen. Ja, Trashbart. Also, dass Trashbart gegen Krankheiten hilft. Oder 12-Blatt-Tee. Oder irgendwelche Salben. Ich bitte euch, das ist doch nun keine... Dafür braucht ihr keinen Pareine-Priester. Ja, natürlich kann ich euch helfen und ich kann euch auch Salben und Tiegelchen zur Aber hört doch bitte nicht auf Druiden. Ja, vollkommen. Wie gesagt, deswegen suchen wir euch natürlich auf. Also, ich habe in meinem Tempel Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Schickt doch einfach mal euren Freund zu mir, denjenigen mit den Pusteln und mit der Pest, und dann kann ich ihn mir gerne noch einmal ansehen. Ich werde euch heute, nachher, wenn ich den Tempel wieder aufmache, kann ich euch Gullmond geben und ich kann euch Trashbart-Salbe mitgeben und auch 12-Blatt und all das, was ihr mögt. Ich habe das alles da. Aber ja. Tut mir leid, ich bin hier gerade mit den Feldern, mit der Saat beschäftigt. Wenn die Saat kaputt geht, dann haben wir das ganze Jahr über nichts zu essen. Und dafür, für euren Schnupfen und für ein paar Verschwörungstheorien von einem Druiden, werde ich den Tempel jetzt nicht aufmachen. Habt dafür bitte Verständnis. Aber natürlich, ehrwürdiger Vater, das Korn geht immer vor. Also. Schickt mir gerne nachher noch einmal so gegen 12, schickt mir gerne nochmal euren Freund dann zu mir in den Tempel, dann kann ich ihn mir gerne noch einmal ansehen. Und dann bekommt ihr da auch, wie gesagt, die ganzen Medikamente. Aber jetzt muss ich mich um den Acker kümmern. Und zwar um alle. Natürlich. Wenn ihr also Verständnis habt. Danke. Wenn ihr noch eine Frage erlaubt. Steht ja, das Korn die letzte. Überall? Was? Steht das Korn überall so seltsam? Ja, seit heute. Ja, danke, Herr Vater. Wir lassen euch dann mal euren Pflichten nachgehen. Ja, danke. Weil wir werden ein Stück weit weg sind. Nun, ich wäre vermutlich auch so gereizt, wenn ich es kaum so sehen würde bei mir zu Hause. Ja, Ob das wohl zusammenhängt mit dieser faulen Milch? Denkt ihr, hier geht ein Dämmer? Nun, wir werden alle krank plötzlich, die Milch wird sauer, das Korn. Nun, vielleicht bin ich ein wenig verschwörungstheoretisch. Meint ihr, der schwarze Drache schickt seine Schergen aus, um schon im Vorfeld das Feld zu bereiten? Für seine Invasion? Zeichen für einen Paktierer gefunden. Vielleicht geht hier ein Dämon um, der das Korn verfaulen lässt. Oder es ist diese verfluchte Hexe. Vielleicht sollten wir uns die erst vorknüpfen. Das wäre auch möglich. Isarun kramt mal aus ihren Satteltaschen einen Handspiegel hervor. Stellt sich dann mit dem auf und guckt da so rein und sucht nach Gotongis. Sorry. Was tut Gotongis dort hier? Und was hofft ihr mit diesem Spiegel zu erreichen? Na, diese komischen flatternden Dämonen. Die werden sich nicht euch zeigen, weil ihr einen Spiegel in der Hand habt. Ja, natürlich. Tun sie das, aber mehr wart ihr auf der Arche nicht dabei. Sie haben Angst vor ihrem eigenen Spiegelbild. Glaubt ihr wirklich, sie würden sich zeigen in diesem Spiegel? Ja, natürlich, man kann sie durch den Spiegel sehen. Ich habe einen mit einem Spiegel erschossen. Immer auch. Ja. Ich habe den Spiegel gehalten. Also da war ich jetzt natürlich nicht dabei, aber ich kann lesen. Magistra Kohlrab. Das war kurz bevor die Flaggenbringer gekommen ist, glaube ich. Magistra Kohlrab hat einen ewig langen Vortrag über Unsichtbarkeit gehalten, dem ich nach einer halben Minute schon nicht mehr folgen konnte. Und meint ihr wirklich, mit diesem kleinen Handspiegel habt ihr Erfolg? Ja, ich hatte jetzt irgendwie nicht die Gelegenheit, meinen Wandspiegel mitzunehmen. Den letzten, den ich gesehen habe, hat ein gewisser Weißmagier zerbrochen. Aber vielleicht könntet ihr euch nützlich machen und mit eurem eigenen Spiegel auch suchen. Als Horasia habt ihr so etwas doch sicherlich. Wäre ein Odem hier nicht erfolgreicher? Bitte tut dies gerne. Nun gut. Man Zauberei auch immer nur mit Zauberei bekämpfen kann. Ich wirke einen Odem auf Sichtbereich, lasse mir Zeit. Heißt, es wäre eine Schwernis auf Odem plus 3.
Oh, wenn man den Zauberer findet, dann hilft auch ein Dolch. Ich schaue mich um. Ohne Markanum Senderei weht hier ein Hauch von Zauberei. Ich schaue mich um. Ich denke, du hast eine gewisse Reichweite, die du sehen kannst. Genau. Die Reichweite beachte ich dabei. Aber auch Isarun kann mit ihren profanen Mitteln keinen Gotongi entdecken. Nun, Nagestra, Amelmir, was seht ihr? Ich sehe keinen dieser Augendämonen. Ja, irgendetwas anderes Magisches denn? Ich habe ja auch keinen gesehen. Geh mal nicht von aus. Rosti? Bitte nochmal. Sehen wir irgendetwas Magisches außer uns? Also, du höchstens, weil Isarun schaut profan durch einen Spiegel. Ah, sehe ich etwas? Nein, siehst du nicht. Außer das Einzige, was dir auffällt, ist Isarun. Genau. Hier zieht dein Blick magisch an. Ist also definitiv magisch, gut zu wissen. Nun, das einzig Magische in meiner Umgebung seid ihr. Das ist doch ein gutes Zeichen. In der Tat. Gut, das ist kein gutes Zeichen, Garenor. Wenn... Ich meine, ich habe ja Magister Iolaus immer zugehört. Wenn irgendetwas verzaubert wurde, also auch Sachen, dann kann man das auch hinterher noch sehen, richtig? Zumindest kurze Zeit später. Nun ja, es lässt eine gewisse Residualspur im Astralraum. Also wenn ein Dämon hier durchgekommen wäre oder eine Hexe und das Korn verflucht hätte, müsstet ihr das bestimmen können, richtig? Zumindest nach der Zeitspanne, die der Geweihte beschrieben hat. Wenn es tatsächlich erst seit heute ist, dann hätte man, gewisse Spuren sehen müssen. Vielleicht hat es einen ganz profanen Ursache, dieser Kornfäule. Na, ganz profan verfault das Korn alles auf einmal? Und so plötzlich. Also das ist auch ich glaube wohl eher, dass auch die Kornspitzen sind nicht davon betroffen. Die Kornspitzen sind nicht magisch. Ich glaube wohl eher, dass Perrine uns straft. Oder diesen Ort hier straft. Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum die Götter wohl mit Zorn auf zwei Mühlen blicken würden. Fällt euch da vielleicht etwas ein, Isarun? Ein wenig mehr Harmonie, Jalan. Verzeiht. Lasst euch jetzt nicht davon von einem Jetson davontragen. Nein, ich sage, es ist eine gute Nachricht, wenn kein Dämon hier umhergegangen ist. Das heißt, es liegt an irgendetwas anderem. Und es ist ein Perrine-Priester anwesend. Er wird wissen, was zu tun ist. Oder er wird es herausfinden. Vielleicht können wir ihm helfen, wenn wir die Zeit haben. Aber zuerst sollten wir Ömer zu ihm schaffen. Ich denke auch, dass es ein gutes Zeichen ist, dass wir es zur Abwechslung einmal nicht mit einer dämonischen Verursachung zu tun haben. Ja, sehr entspannt, ausnahmsweise mal. Sehen wir zu, dass wir zurück in die Stadt kommen und Ömer und Rafim aufsammeln. Und hoffen wir, dass sie nichts angezettelt haben. Gesagt, getan. Los geht's. Ja, ich vermute, ihr könnt euch dann nach langer Zeit wieder in eurer Gaststätte treffen. Ja. Sollen wir immer einen Rafim vielleicht nochmal eine Zechenprobe geben? Gebt uns nochmal eine Zechenprobe. Klar, wenn ihr da jetzt mit Prima Feuer hantiert, könnt ihr euch schnell verbrennen. Ja, muss knallen. Also Rafim leidet schon ein bisschen, aber Ömer ist wohl die letzten Tage bist du sehr gut dabei. Zu alter Hochform laufe ich wieder auf. Deine Zeiten, wo du den selbstgebrannten Fusel von deinem Onkel getrunken hast. Hat dich damals für 5 Tage blind gemacht, aber jetzt ist das gut, das Training. So langsam. Langsam kommt's. Also 5 Tage konnte ich nicht sehen, sitzt immer da mit Rafim in der Kneipe, wer das nicht an reinkommt. Konnte ich nichts sehen. Ich hab den gesoffen, da konnte ich 5 Tage nichts sehen. Ich dachte, ich sehe nie wieder was. Ja, 5 Tage, du. Bringt das denn mehr Mittel, wenn man blind ist? Aber ich sag dir, das war echt eine gute Zeit. Da hat man sich für mich gekümmert. Das war eine schöne Zeit.
Ah, ja gut, ja, so ein bisschen auf den Bauch legen, sich ein bisschen bepinseln lassen, ist mal ganz schön, das stimmt. Ja, das die stimmt. Tür geht auf und es wird einmal kurz kalt. Draußen hört ihr den Regen und dann kommen die anderen wieder hinein. Hm, ihr seid schon wieder da. Natürlich, wir sind schon mit Stunden wieder hier. Ja, wir haben schon angefangen mit dem Vorglühen und man sieht, wie so ein Dünnbier vor Ulmer steht. Aber manchmal muss man auch zu den einfachen Dingen wieder zurückgreifen. Wisst ihr, Dünnbier erinnert mich an die Zeit, wo ich mir kein Bier leisten konnte. Natürlich. Und diese Zeiten sind lange vorbei. Ja, aber ich mag die Zeit und ich mag auch manchmal mich daran zurückerinnern. Und dann nimmt man nochmal ein Stück Dünnbier. Wie ist es bei euch gelaufen? Also bei uns ist es ganz gut gelaufen. Die schickt jetzt ihre Vasallen aus, die gesamte Umgebung auch hier in der Stadt verkünden werden, dass man jetzt hier die Stadt verlassen sollte und dass der schwarze Drache kommt, dass er die Seelen entreißt und dass es Schutz in Wehrheim gibt, wo man hin soll. Ja. Nun, ich schätze, mehr können wir auf die Schnelle nicht verlangen. Sie hat gesagt, dass sie keiner zu zwingen wird, aber ich konnte sie zumindest veranlassen, dass sie wirklich die Gefahren eindeutig immanent aufzählt. Heißt das so? Auf jeden Fall, dass sie das auf jeden Fall ganz genau darauf hinweist und dass die Leute eben wirklich dahin gehen sollten und nicht hier bleiben sollen. Ich hoffe, sie macht das am Meerhaut als nur in dieser Stadt. Habe ich auch gerade gesagt. Auch im Umland. Hör dem Mann doch zu, Keras. Mir gefällt weder die Lösung noch diese Frau, aber das ist wohl das Beste, auf das wir hoffen können im Moment. Und dann haben wir nicht die Zeit. Ich wollte sagen, klärt die Sache in einem Monat in einem Duell und vielleicht auch sozusagen, wenn die Frau euch nicht gefällt, dann irgendwie vor Gericht oder so. Oh, glaubt mir, das wird passieren. Aber wenn ihr wollt, wir heute Abend veranstalten wir noch so ein kleines kurvengefälliges Boxturnier. Sie nimmt bestimmt daran teil. Ja, genau. Wir haben jetzt hier sozusagen jetzt hier ein Gebäude in Beschlag genommen, hier mit unseren neuen Supermächten, weil wir Gaugrafen sind. Warum? Richtig. Warum tut ihr das? Ja, ich war da jetzt noch nicht los. Ihr wollt mich gerade mit Rafim unterhalten, wie wir das Ding nennen wollen. Ich fand den Namen Blutgruben ganz gut. Von wem habt ihr dieses Gebäude beschlagnahmt? Das weiß ich doch jetzt noch nicht. Jeder gleich hin und dann mach ich das. Ja. Rafim, ihr solltet nichts dergleichen tun. Natürlich, wir werden die Blutgruben ausheben. Das ist ein. Da kommt ein Chor und Zwafnir-Schwein rein. Schrein, und dann kann man da boxen. Die Bevölkerung von Apatien wird sicherlich dankbar sein, dass es jetzt eine Chorarena gibt, wenn gleich der schwarze Drache anmarschiert kommt. Eine grandiose Idee. Das Wichtige ist, dass wir uns nicht bei der Bevölkerung unbeliebt machen, indem wir unsere Das wird unsere so Beliebtheit gewonnene, steigern. Indem wir unsere neu gewonnene Autorität zur eigenen Belustigung missbrauchen. Ja, auch zu dafür hat man euch Gräfin. Nicht eingesetzt. Naja, wir haben ja schon die Gräfin eingeweiht und die meinte, das Gebäude steht sowieso leer und ja. Wer hätte mir das sagen sollen? Das Gebäude steht leer, ja? Ja. Dann tut, wie ihr lustig seid. Genau. Aber macht mir keine Schande. Nein, wir kaufen ein bisschen Bier ein, dann gibt es abends sozusagen für jeden, der freiwillig kämpft und mindestens eine Minute kämpft, gibt's Freibier. Finde ich gut. Ich würde das ja nicht lassen können, aber morgen früh bei Sonnenaufgang reiten wieder los. Und jetzt sollten wir zum Tempel gehen. Wir haben gute Nachrichten, es gibt einen Piranentempel innerhalb der Stadt. Ja, davon habe ich auch gehört. Ja super, dann lass es hingehen. Es gibt auch schlechte Nachrichten, er ist nicht sehr gut gelaunt. Die Kornfäule ist nach zwei Mühlen gekommen. Was ist das genau? Das war diese. Ist das eine Krankheit, die Korn befällt, oder was das für Keule? Kornfäule. Mhm. Vielleicht sollten wir nicht mit allen Leuten hingehen. Ja. Soll ich da jetzt sofort hin? Er sagt, wir gehen Mittag. Gegen Preisstund. Ja gut, dann gehe ich da gleich hin. Ich könnte euch führen zum Tempel. Ich werde mitkommen. Das würde ich mir anhören. Da gehen wir doch mit allen Leuten hin. Also ich glaube, dass es meine Krankheit ist und ich glaube, ich will das alleine mit dem besprechen. Da bin ich eigen. Nun, deswegen ist es Wenn es allerdings ernst ist und wir es alle haben, sollten wir mitgehen. Dann warte. Ihr könnt euch ja gerne erzählen. Ja, das ist ja mein Glaube, den ich da mit dem Perine-Gewalten spreche. Das geht euch nichts an. Immer, ihr könnt euch ja gerne unter vier Augen von ihm betrachten lassen. Ich finde es trotzdem, denke ich, besser, wenn wir währenddessen alle ein Gebet zu unserer aller Heilung sprechen. Ja, das ist natürlich in Ordnung. Das ist ja euer Glaube und Sache, genau. Man nickt dir zu, ja dann. Gut. Lehn mich mal zurück zu dieser Runde. Was ist das mit den Leuten im Moment? Die sind alle komplett durchgeknallt und haben den Blick für die Götter verloren.
Scheinbar. Doch, er wird noch einen Schnaps. Ja, Schnaps kann ich euch geben. Der funktioniert noch. Der ist nicht schlecht geworden. Ja, einen kleinen Absacker, bevor man geht, das ist eine gute Idee, ne, Grafim? Warte mal. Wo sind denn diese scheiß Herolde schon wieder? Ich gehe mal zu den Tischen, wo die Herolde vermutlich sitzen, weil die machen ja den ganzen Tag nichts. Genau, zusammen mit den Söldnern, mit den Leuten, die euch da eingepackt haben, spielen die wohl gerade Karten. Moin, Jungs. So, kurz zuhören. Wolltest du mitspielen? Ja, du. Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, wer von euch der Herold ist. Auf jeden Fall die Herolde. Direkt gegenüber von der Grafenvilla. Da ist so ein großes Gebäude. Da gibt's heute Abend schönes, chorgefälliges Boxturnier. Verkündet das mal. Okay? Und für alle Leute, die freiwillig einen guten Kampf abliefern, das entscheiden dann aber die Ringrichter, also die Junioren, Jujoren. Naja, auf jeden Fall der Rafim entscheidet das. Wer gut gekämpft hat, kriegt ab dann Freibier für den Abend. Richtig. Macht mal eure Herolds. Keine Ahnung, geht rum und erzählt das an. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ja, und ihr bekommt heute Abend auch Freibier. Boy, Ochen Korosho. Oh. Ja, das sehe ich genauso. Schikabliat. Ja, möglich. Der bornische Söldner, den niemand versteht, Piero Bornski, ist auf alle Fälle dabei. Drückt einmal so ein bisschen seine Faust und klopft euch auf den Mund, dann auf die Schultern. Ja, genau, so machen wir das. Ich hoffe, er hat nicht zugestimmt, dass ich gegen ihn kämpfe, aber naja. Tragt das Wort durch die Stadt. Ey, habt ihr den schon gehört? Wie nennt man Bornländer auf Bäumen? Blieta. Oh. Prosto potomu, stoja govonorju. Sevanoja uja sejnijiko mne. Das wieder Anja. Das ist das Einzige, was du bei ihm verstehst. Das einzige Wort Bornisch, das ich kann. Gut, das wird lustig. Möchte sonst noch irgendwer an unserem kleinen Boxturnier teilnehmen? Jalan? Vielleicht könnte die Gräfin herausfordern. Sie wird bestimmt da sein. Sie ist taubert. Ja, ich fühle mich jeden Morgen schon, als hätte ich mich die ganze Nacht geschlagen. Ich denke, es ist besser, wenn wir bei Kräften bleiben. Ihr wendet euch nicht genug dem Chore zu. Wenn ihr euch mehr Chor zuwenden würdet, dann wärt ihr auch nicht krank. Ich erinnere mich noch an mein Indra-Blatt. Chor im Wandel. Ach, ich schätze, in der Sack hat er doch recht. Komm. Komm, die Gräfin herausfordern, wann könnt ihr das schon mal wieder machen? In Altzoll, in 4 Wochen. Ja, in Altzoll, in 4 Wochen. Wenn Altzoll in 4 Wochen noch stehen würde, wäre das tatsächlich eine Option. Ja, Schnucki, die Rote bläst dir, Rafim, erstmal so ein bisschen Rauch ins Gesicht von ihrem Zigarillo. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Was? Gut. Was für ein Plan? Danke für diesen hilfreichen Beitrag. Willst du dich heute Abend mitprügeln? Ja, das wird super. Finde ich top. Ja, was wollt ihr den restlichen Tag über noch machen? Wollt ihr noch irgendwas Besonderes tun oder nur auf Ömer warten? Ich möchte mich ein wenig umhören, was es denn mit dieser Hexe in Wittmannshus auf sich hat. Ob da irgendjemand Gerüchte von kennt. Ja, die Hexe heißt Allariel Nachtschimmer und ist wohl die neue Frau vom Bürgermeister. Gibt es denn die üblichen Anschuldigungen? Sie lässt das Korn fallen, sie lässt die Rinder krank werden, sie hat mein Kind dumm gemacht? Nein, eher nicht. Eher, sie ist halt eine Hexe und sie kennt sich gut mit Kräutern aus und sie sieht unglaublich hübsch aus und sie ist zwar erst seit ein paar Monaten oder so da, aber irgendwie wird sie nicht älter. Das Übliche, was man so über Hexen sagt. Also bis jetzt macht sie niemand für die Kornfolle verantwortlich. Nee, wenn du jetzt auch tagsüber in der Taverne bleibst, wirst du auch sehen, dass eine ganze Menge an Bauern herbeikommen, die sich dann sehr frustriert hinsetzen. Jeder berichtet darüber, dass das Korn faul ist und auch der Wirt wird dann im Laufe des Tages feststellen, dass einfach auch das Brot in seinem in seinen Vorräten dann unten schimmelt und ja, von einem auf den anderen Tag ist tatsächlich die Nahrung sehr knapp geworden. Sehr knapp.
Ich weiß nicht, was Iserun macht, aber ich mache sie mal darauf aufmerksam. Also ja, die Bauern, die dann dazukommen, ihr könnt ja die Gespräche so ein bisschen belauschen, die sind dann auch laut genug und sehr frustriert, und wenn dann das Bier fließt, unterhält man sich unter anderem dann auch, nachdem man seine Wut über die Kornfäule geäußert hat, ja, irgendwie, vielleicht ist das die neue Hexe, die dann mit dem Korn was zu tun hat. Puh, ja, kann schon sein, dass sie mal erwähnt wird, und dann könnt ihr da auch nachfragen und dann die Namen erfahren. Und die einen sagen halt, sie ist schuld, und die anderen sagen halt, nein, sie ist halt nicht schuld, aber typisches Hexengerede. Hm. Haben die das gehört? Das Brot ist faul geworden. Das ist eigentlich sehr klassisch. Mhm. Und vor allem nicht natürlich. Hm. Was gibt es denn für Berichte aus diesem Dorf überhaupt? Also gibt es dort so eine Art Blockade? Nicht, soweit ich höre. Ich meine, wenn die Reichsstraße zu wäre, hätten wir davon ja Kenntnis erhalten. Das Einzige, was wir wissen, ist, ich muss tatsächlich die Worte von Vater Bereinfried nochmal herauskramen, die Verschwörungstheorien der Druiden. Naja, dass es eine Rivalität zwischen den beiden magischen Gruppierungen gibt, ist ja hinreichend bekannt. Wir sollten dieser Hexe auf jeden Fall ein paar Fragen stellen, wenn wir dort durchkommen. Ich denke auch, dass wir... Sie ist ein wenig weit weg, um mit all dem hier was zu tun zu haben. Außerdem hat sie wohl bei Gräflich zwei Mühlen, gibt es einmal im Jahr, gibt es ein Turnier beim Kuhfladensetzen, und da hat sie jedes Mal die Wahrheit vorhergesagt oder die Zukunft, indem sie genau wusste, wo die Kuh hingeschissen hat. Sag ich ja, Hexerei. Was ist das für ein komischer Wettbewerb? Ja, es ist ein Wettbewerb, also wo dann die verschiedenen Dörfer in der Baronie gegeneinander antreten. Also, ich habe gehört, in Garrett spielt man immer an oder so, irgendwie mit Schlägern, wo man sich gegenseitig die Zähne aushaut. Wir machen das eher apathisch. Mit dem guten alten Kuhfladen setzen. Ja, hochinteressant, wirklich. Und wir springen dann über so ein paar Bäche rüber, und wer sich einen nassen Fuß holt, der hat 7 Jahre Unglück. 7, ja, das ist eine gute Zahl dafür. Immer nickt. Ja, ja, vor allem, weil wir das ja jedes Jahr machen. Wir sind stapelt sich das dann? Genau das wollte ich gerade erzählen. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, ob sich das dann aufsummiert oder ob die Zahl dann wieder auf 0 gesetzt wird. Haben wir bisher noch nicht rausgefunden. Ja, dann solltet ihr das austesten. So könnt ihr den Tag über verbringen, bis sich dann Ömer irgendwann zum Sonnenhöchststand verabschiedet, aus der Taverne herausgeht. Die Sonne ist natürlich nicht zu sehen. So, dann könnt ihr euch natürlich nochmal überlegen, ob jemand dann zurückbleibt. Die Beschäftigung hier in 2 Mühlen ist ansonsten sehr stumpf. Es gibt nichts zu tun für euch. Ich würde schon mitgehen. Gut, Metzerei lauert in jeder Ecke, aber ich gehe auch mit. Ja, dann. Rafim, kommst du auch mit? Was wollt ihr denn jetzt schon wieder machen? Naja, ich muss mich da noch beim Onkel Doktor untersuchen lassen, so, beim Pereine-Geweihten. Ja. Wir sollten alle für Ömers und unsere zügige Genesung beten. Ja, ich hätte Rafim das gerne als seelische Unterstützung bei. Ja, ich finde auch, dass ich sehr seelend unterstützend bin. Aber auf mich wirkst du sehr seelenberuhigend, wenn du dabei ja, bist. Ja, bin ich auch eigentlich. So, im Allgemeinen. Ganz ehrlich, du bist echt stark, du kannst gut das Fass tragen, wenn man nochmal ein Schlückchen braucht unterwegs. Das finde ich auch. Warte, lass mich mein Fässchen holen. Ja. Frage an Ömer, nimmst du deinen Rucksack mit? Nö, der Rucksack bleibt gemütlich am Zimmer. Gut. Wird er geklaut. Oh. Dann könnt ihr den Weg in Richtung des... Aber der Rucksack wird sozusagen vorher aufs Zimmer eben kurz gebracht, muss man dazu sagen. Ja, ist okay. Also ging mir nur darum, ob du den mit in den Tempel reinnimmst. Dann kannst du das Haus des Storchs betreten. Der ist mittlerweile aufgeschlossen vor einem großen Tisch. Kannst du auch schon sehen, wie da wohl ein paar Tiegelchen stehen und dann sorgsam hingestellt worden sind. Ja, auch sogar ein paar Hustenbonbons, die er da dann wohl auch hingestellt hat für die Heiserkeit, hat er dann wohl auch irgendwie besorgt. Mit ein paar Kräutern drin, und dann steht er da wohl auch schon und erwartet dich. Er ist unglaublich durchnässt, seine Haare sind noch nass, seine Robe ist nass und klebt mit schwarzem Korn, oder zumindest viel schwarzes Korn klebt dann an seiner Pereine Robe.
und er schaut dich dann sehr müde an. Ömer geht einfach mal zu der Robe hin, geht zu dem schwarzen Korn, reibt das zwischen den Fingern, ob das ölig ist.